So, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skate 3. Machen wir das Ganze ein wenig langsamer, dann verhaspelt man sich auch nicht. Im letzten Part haben wir das Tutorial-Level abgeschlossen und jetzt geht's raus auf die Straße. Eigentlich werden wir jetzt in die Welt entlassen von der Skateschule und es wird gesagt, alles klar, du kannst fahren. Du legst dich nicht dauernd selber auf die Fresse und das kann man verantworten, dass du jetzt auf die Straße gehst. Und jetzt sollte eigentlich gleich ein Video eingespielt werden. Ich sag nochmal ganz kurz was. Oh, kein Video eingespielt. Wir haben oben rechts so eine kleine Minimap. Der wird gezeigt, wo wir hin müssen. Und während ich dahin fahre, sage ich mal ganz kurz was zu diesen Videos. Nämlich muss ich kurz den Sound am Fernseher leiser drehen. Wo habe ich denn die Fernbedienung? Die liegt da hinten ganz. Einen Moment. Und da bin ich auch schon wieder. Nee, das Ganze liegt daran mit der Verzögerung. Also ich kann das bis auf eine Minimalverzögerung von einer Sekunde ausschließen. Die Übertragung läuft folgendermaßen, wie ich das alles aufnehme. Ich habe die Xbox da stehen und eine HDPVR, das ist eine externe Box. Die nimmt das Signal der Xbox auf, spielt diese an den Fernseher und an den PC. Allerdings kommt das Signal, das an den PC ankommt, ein wenig später an, als das Signal, was am Fernseher kommt. Ich kann nicht mit Delay spielen am PC, also spiele ich über den Fernseher, weil ich keine Verzögerung habe, aber dann ist der Kommentar zu der nicht verzögerten Sache. Das heißt, eine Sekunde Verzögerung ist leider immer drin. Aber ich denke, das ist zu verschmerzen und wir nehmen jetzt erstmal unsere erste Mission an, und zwar PCU-Tour. Jetzt, wo du wieder auf dem Board stehst, folge Radar, um dein Gefühl für die Gegend zu kriegen. Bleib innerhalb von 100 Metern. Ja, das ist eine sogenannte Folgen-Challenge. Davon gibt es ein paar Challenges. Und zwar immer, wenn man irgendeinen Profi trifft oder in ein neues Gebiet kommt, gibt es eine Folgen-Challenge. Und, oh, das habe ich mir gedacht, und diese Folgen-Challenge soll einen immer kurz das Gebiet einmal zeigen, einmal das Gefühl fürs Fahren immer wieder ein bisschen verstärken. Die gehen nachher von 100 Metern auf 50 Meter, die Challenges. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Also, es werden einem die ganzen Gebiete gezeigt. Es gibt ein paar Gebiete hier in diesem Gebiet. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, wo er hinfahren will, weil wir zu schnell waren. Da will er lang, alles klar. Und wenn man diese Folgen-Challenges abgeschlossen hat, hat man bei diesem Charakter wieder neue Missionen freigeschalten. Es geht einfach nur darum, dass man diesen Charakter quasi entlockt. Mehr ist das eigentlich nicht. Und wir sind nämlich auch schon gleich da. Eigentlich, wir müssen da in die Mitte. Aber wir müssen ja nochmal unglaublich umständliche Tour machen. So, fahren wir da jetzt bitte hin. Also Radar ist der mit uns eine neue Skateboard-Firma aufmachen möchte und uns als Skateboarder engagieren möchte. Und dementsprechend sind wir dabei. Wir sind nämlich jetzt... Zeige einfach Ticks, wird Zeit, ein Foto von dir und einem Trick zu schießen. Irgendeinem Trick. Verwende die Banked Ledge. Banked Ledge, kann ich gleich zeigen, was das ist, dann könnt ihr das einmal verinnerlichen. Das ist eine Banked Ledge. Also Bank to Ledge, so gesehen quasi. Und hier sollen wir jetzt halt irgendeinen Trick machen, ob Air, ob Grind oder egal was. Und das machen wir natürlich, das Ding rocken wir. Also die Sache können wir nur rocken, die können wir leider nicht killen. Schön gemacht. Diese Foto-Challenges, die kann man am Anfang noch nicht killen. Es gibt einige Challenges, die kann man killen, das sieht man dann später. Und jetzt können wir gleich ein Foto für unser Cover auswählen. Das heißt, wir gehen die Fotos hier durch und wählen dann das Foto für unser Cover aus. Dann nehmen wir doch einfach mal... Flip-Trick ist leider nicht mehr mit drauf. Dann nehmen wir einfach das hier. Zoom ein wenig rein. Da ist der Zoom, okay. Und ein bisschen Tiefenschärfe. Bam! Das wird nicht angezeigt. Aber das wäre das erste Foto. Und diese Fotos, die macht man doch auch für Cover. Für Skateboard-Firmen. Wie Tracker... und so weiter. So machen wir das. Dann filmen wir einmal eine Line. Eine Line ist eine Anreihung von Tricks hintereinander in einem Gebiet, ohne dass man hinfällt, natürlich. Mit ein paar Hindernissen. Wie wäre es mit einem beliebigen Trick und einem Grind? Also die erste Ledge. Ledge sind immer diese Kanten aus Stein. Ledge muss immer aus Stein oder Holz sein, weil aus Metall wäre es ein Rail.
Oder eine, weiß ich gar nicht, was andere wäre. Eine Curve, glaube ich. Eine Curve wäre noch eine gebogene Ledge aus Stein. Ja, manchmal ist die Skaterwelt ein wenig verwirrend. So, hier machen wir einmal einen Trick drunter und hier einmal einen Grind. Und dann haben wir diese Challenge auch schon abgeschlossen. Und wir kommen einfach ganz gut hier voran. Man muss alles Challenges machen, um... Oh, das war schick. Und das ist jetzt dieses Video, davon werden auch immer ein paar gemacht. Ist ein ganz nettes Feature von Skate 3, um einfach nochmal selber zu zeigen, wie das hier alles abläuft. Und auch diese Challenge mit Bravour gemeistert, ohne hinzufallen. Und das alles clean. Yo, Shingo, was geht ab, du Ratte? Was machst du denn hier draußen? Oh, Redder. Ich skate hier nur und gehe auf die Filmschule. Und du? Filmschule, hm? Gibt's denn sowas? Wir beide hier gründen bald eine Marke und dann werde ich jemanden brauchen, der filmen kann. Warum stellst du nicht mal ein paar Clips für mich zusammen? Echt? Ja, in Ordnung. Jetzt haben wir auch schon unseren ersten Mitarbeiter quasi. Shingo ist dran, bleibe innerhalb von 50 Metern. Diesmal müssen wir Shingo folgen. Das ist der Typ mit den langen Haaren, den wir gerade angesprochen haben. Den wir den Redder angesprochen hat. Wir haben nicht viel Text in diesem Spiel. Und Shingo, vergiss nicht die Kamera. Wir müssen jetzt folgen. Ja, das ist eigentlich Redder, aber egal. Nein, wir hätten jetzt eigentlich Shingo folgen sollen. Steht er zumindest, aber vorne skated Redder. Wahrscheinlich fahren wir jetzt zu Shingo. Einfach nur, weil... Ringo ist... Shingo war es, glaube ich. Shingo ist, nachher unser Filmmann. Der Kameramann, der alles aufnimmt, die ganzen Clips. Denn man muss mit der Community immer präsent sein. Das ist quasi nichts anderes wie auf YouTube. Und immer Videos hochladen, quasi, für die Community. Das Ding ist hier quasi einigermaßen bekannt zu werden und dementsprechend Skateboards zu verkaufen. Und wie verkauft man Skateboards? Indem man bekannt wird, indem die Leute einen favorisieren quasi, als Held feiern und indem man hinfällt. Und so ist das Ganze auch gestrickt. Man muss nachher ein Vorbild sein für eine ganze Skate-Generation und dass diese Leute halt alle deine Artikel kaufen wollen. Und das macht ihr halt durch die Aufträge, durch Fotosessions, durch Videoshootings, durch Gewinne von Wettbewerben. Das wird nachher auch noch ganz witzig, weil man muss an Wettbewerben teilnehmen und diese dann natürlich auch gewinnen. Weil man kommt ja, man macht ja nicht einfach so mit, das wäre ja langweilig. Nee, man muss schon gewinnen. Und ja, diese Folgensessions sind manchmal etwas langwierig, aber sind halt da. Die würde ich aber auch nicht gerne umschneiden, weil man hier halt doch ein bisschen Zeit hat, free zu skaten, sag ich mal. Obwohl man die nachher auch dauernd hat, weil man wird nicht gezwungen dazu, Missionen zu machen. Und jetzt haben wir den Charakter Redder freigeschaltet. Nachher fürs Freeride kann man den benutzen. In einer quasi Zeit, wo man keine Mission machen muss. Das ist gut. Ey, das wär's doch. Du machst für uns die Filmerei und ich führe die Marke. Ich gebe dir diese Kamera, aber erst gibt's noch ein paar Anweisungen. Nummer 1, nicht so viel quatschen, das mögen die Leute nicht. Okay. Nummer 2, sei vorsichtig mit dieser Kamera. Damit haben die das Lakai-Video gefilmt. Aha. Nummer 3, die Kamera nicht mit fettigen Fingern anfassen. Okay. Aber das Wichtigste ist, nicht so viel quatschen. Kapiert? Ja. Ich sagte doch nicht quatschen und du quatschst trotzdem. Shingo ist so der kleine Loser in der Truppe, der von Redder benutzt wird. Aber es ist ganz niedlich, die beiden, die mögen sich eigentlich auch. Redder hat gesagt, wir müssen uns an die Arbeit machen. Aber ich habe die Schlüssel zu dem echt geilen Skatepark. Den müssen wir einfach auschecken. Und jetzt geht's zu diesem echt geilen Skatepark. Das Ganze ist jetzt so verpackt, dass einem das Skate-Tutorial für den Skatepark gezeigt wird. Aber das ist eine andere Sache, die sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Skate 3 an. Bis dann! Geil.